Hey Leute und willkommen zu unserem zweiten Urlaubsvlog. Heute ist Samstag, es ist der dritte Urlaubstag bei uns und wir wollen heute den Tag nutzen, um nochmal so ein bisschen die Gegend zu erkunden. Also wir sind hier auf der griechischen Insel Kos, die ist relativ klein und deswegen wollen wir heute einfach mal so ein bisschen die Insel entdecken, beziehungsweise einen kleinen Teil der Insel entdecken. Ja, ich fühle mich nicht. Robin ist gerade halbnackt und gestikuliert mir, dass ich die Kamera nicht umdrehen soll. Ja, wir gehen jetzt erstmal zum Frühstück und danach zum Sport. So, bei mir gibt es heute zum Frühstück, ich habe Pancakes, die esse ich eigentlich immer im Urlaub und dazu noch ein bisschen so French Toast mit Schokoladensauce und hier wieder einfach ein bisschen Obst, ich stelle es mal so in die Sonne, damit ihr das besser sehen könnt, einfach ein bisschen Melone und Apfel. So, beim zweiten Teller habe ich einfach zwei traurige Stück Käse, aber ich bin eigentlich echt schon satt. Und, was ist das? Und Robin hat einfach einen richtig nicen griechischen Joghurt sich noch zusammenstellen lassen. Was hast du hier alles drauf machen lassen? Ich sehe Goji-Bären, ich sehe verschiedene Samen. Samen, Nüsse, Kiwi, Erdnussbutter, Honig. Darf ich mal kosten? Ja. Hier kommt das Flugzeug. Mega cremig, oder? So, wir haben uns jetzt in unsere Workout-Gear geschmissen. Also ich habe mich hier einmal umgezogen und wir werden jetzt einmal in den Fitnessraum gehen und hoffen, dass wir da noch reinkommen. Das ist nämlich nur ein sehr kleiner Fitnessraum. Da dürfen auch maximal 5 Leute rein und hier sind einige Leute, die wahrscheinlich sehr fitnessbegeistert sind, also von ihrem Aussehen her zu schließen. Und wir sind sicherlich nicht die Einzigen, die auf die Idee kommen, nach dem Frühstück zum Sport zu gehen. Aber wir hoffen einfach mal, dass wir da noch reinkommen. Und wir haben auch gerade noch eine Massage gebucht für nach dem Gym quasi, also heute Nachmittag 13.45 Uhr oder so. Ich habe eine Aromamassage und Robin hat eine Sportmassage gebucht. Ich freue mich so. Ich finde Massagen immer so toll, vor allem im Urlaub. Das ist halt immer noch eine Nummer entspannter. On the way to the fitness room. Robin sieht aus wie ein richtiger Pumper. Wir sind jetzt fertig mit dem Training. Es hat echt richtig gut, sich mal wieder so ein bisschen auszupowern. Und ja, wir werden uns jetzt erstmal schön erfrischen im Wasser und dann in die Sonne legen, dann was essen und dann geht's zur Massage. Ja. Ist kalt. Ich finde, es geht irgendwie wertvoll. Ich finde, das ist gerade mega angenehm. Wir haben uns jetzt zwei Burger bestellt im Burger Inn, also in dieser kleinen Snackbar, und uns beide noch so einen nicen Salat dazu. Das essen wir jetzt und dann geht's auch schon zur Massage. Was machst denn du? Okay, wir müssen jetzt erstmal noch ein bisschen im Relaxing Room warten, weil wir ein bisschen zu früh sind. Sieht richtig schön aus und mir riecht es voll gut, oder? It smells great. Ja. Groß. 1,50. Ich fühle mich doch auch gar nicht. Wir sind jetzt fertig. Es war mega, mega angenehm. Auch nicht so geil.
Hallo ihr Lieben, heute ist jetzt schon Sonntag. Wir haben gestern nicht mehr weitergefilmt, weil wir gestern auch gar nichts mehr gemacht haben. Also ursprünglich wollten wir ja gestern nach Cadamina Beach, allerdings hatten wir ja diese Massage erst um 13.45 Uhr und sind dann erst kurz nach 15 Uhr fertig gewesen. Und dann dachten wir uns so, nee, irgendwie lohnt sich das jetzt auf der einen Seite nicht mehr so richtig, jetzt erst loszufahren. Und auf der anderen Seite waren wir halt auch irgendwie ziemlich kaputt nach dem Sport und nach der Massage. Deswegen machen wir das heute. Wir haben uns schon zwei Fahrräder gemietet und werden jetzt gleich losfahren. Heute ist jetzt schon Dienstag und es ist auch unser vorletzter Urlaubstag. Also wir haben nur noch morgen den ganzen Tag und am Donnerstagvormittag geht es dann leider schon wieder nach Hause. Und wir haben uns jetzt ein bisschen schick gemacht, denn wir haben heute ein Abendessen in einem à la carte Restaurant hier im Hotel gebucht. Also es gibt 4 à la carte Restaurants, in denen man quasi kostenlos Abendessen kann, wenn man nicht im Main Restaurant Abendessen möchte. Die zeige ich euch dann gleich, wenn wir da unten sind. Und ich wollte euch erstmal so ein bisschen mein Make-up noch in diesem Licht im Bad zeigen, weil hier eigentlich ganz gutes Licht ist. Also ich habe das so ein bisschen bronzy, rose, goldie mäßig gehalten und finde es eigentlich echt schön. Ich finde auch schön, wie mein Ton jetzt ein bisschen brauner geworden ist nach der Zeit hier. Und ja, Outfit zeige ich euch dann draußen. Wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg. Vor allem, ich hatte ja irgendwie 4 Paar hohe Schuhe eingepackt. Also die Leute, die meinen Urlaubsvorbereitungsvlog gesehen haben, haben das sicherlich auf der Packliste lesen können. Und ich habe wirklich nie hohe Schuhe angehabt, weil ich irgendwie beim Packen gar nicht bedacht hatte, dass wir ja so eine große Anlage haben, wo man dann halt auch weitere Strecken laufen muss. Und hier ist überall so ein richtiges Kopfsteinpflaster. Und heute habe ich mal welche an. Es war gerade wirklich der absolute Horror, hier diese Wege runterzulaufen, weil das wirklich ein sehr steiler Anstieg ist und man ist ja die ganze Zeit, also Berg runterlaufen ist ja allgemein nicht so angenehm, aber mit Absatzschuhen ist es wirklich die absolute Hölle. Aber wir sind gleich da und ich habe es geschafft und Rückzug kann ich sie ausziehen. So, also das sind jetzt hier die Themenrestaurants, sind auch direkt am Strand. Sie gegenüber ist dann quasi der Strand. Und wir haben hier einmal einen Italiener, dann einen Grieche, dann einen Mexikaner und dann da ganz hinten einen Asiaten, da gehen wir jetzt hin. Hier ist schon mal die Speisekarte. Ich hoffe, diese Musik im Hintergrund wird nicht gecopyrighted, deswegen muss ich hier die ganze Zeit am Stück reden, damit da quasi was über der Tonspur liegt. Aber hier schaut es euch an. Das ist das Menü, hier ist der Robin. Hallo. Und das ist unser View. Das ist jetzt die Vorspeise. Robin hat Ebi Tempura gewählt und ich habe Frühlingsrollen mit einem Dip dazu. So, und als Hauptgang habe ich hier Lachs glasiert mit einem kleinen Salat dazu. Und Robin hat Mie-Nudeln, ne? Nimm mal kurz deine Hand da weg. Ja, perfekt. Okay. Und nun zum Dessert. Ich hoffe, ihr hört mich, weil es ist gerade auch die Live-Musik losgegangen. Ich habe hier so ein Cheesecake im Glas und Robin hat gebackene Banane, ne? Ja. Das sind so Mantel auch. Mit Schlagsahne und Zimt. So sieht das Ganze dann bei allmählich hat der mal rum aus. Mega schön mit diesen Leuchten irgendwie. So, und hier seht ihr nochmal die Anlage bei Nacht bzw. spätem Abend. Was ihr im Hintergrund hört, ist eine Hochzeit. Also hier heiraten heute Leute oder haben geheiratet. Das machen sie Junggesellenabschied, so baller nochmal. Nein, das macht man doch vorher, Schatz. Die machen das hier auf sich den Namen. Nein, das ist einfach die Party bei denen. Da oben sieht man die Gentlemen in White. Warte, ich weiß gar nicht, ob ich bis dahin ranzoomen kann. Little bit. So, ihr Lieben, ich melde mich jetzt aus dem Badezimmer. Ich habe mich jetzt abgeschminkt. Muss jetzt noch mein
meinen Schmuck abmachen und dann gehen wir auch schon ins Bett. Ich werde jetzt an dieser Stelle auch den Vlog beenden. Ich hoffe, dass das jetzt auch nochmal ein schöner zweiter Einblick in unseren Urlaub war mit ein bisschen mehr ja, kulturellen Hintergründen. Wir waren ja am Catalina Beach und ja, das ist ja quasi erst außerhalb des Hotels, was ich euch da auch noch zeigen konnte. Ich hoffe, die zwei Urlaubsvlogs haben euch gefallen. Ich habe mich ja am Ende dazu entschieden, zwei Urlaubsvlogs zu machen. Ursprünglich wollte ich ja einen Urlaubsvlog und einen Urlaubsfood Diary machen. Ich hatte mich dann aber dagegen entschieden, weil ich dann schon irgendwie gemerkt habe, dass sich so eine Tendenz einstellt, dass ich dann schon jeden Tag, zumindest zum Frühstück zum Beispiel, immer so ähnliche Sachen esse und ich wollte euch dann halt auch nicht so jeden Tag das gleiche zeigen in einem Food Diary. Außerdem wollte ich jetzt auch nicht immer meine Kamera mit rumschleppen. Also ich habe jetzt auch nicht jeden Tag gevloggt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer noch eine ganz tolle Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.